So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier auf White Hart Island und kümmern uns jetzt mal um den Weißwedel, der ja zu diesem Wettbewerb auch noch ansteht. Und wie es der Zufall so will, sind wir hier gerade am Zelt gespawnt und haben sofort einen Weißwedelbock im Anblick. Und ich denke mal, geländemäßig haben wir hier auch schöne Optionen, oder? Was meinst du? Ja, es sieht eigentlich gut aus. Eigentlich können wir uns hier ein bisschen weiter vorne ans Wasser legen und den einfach hercallen, hätte ich jetzt fast. So würde ich es auch sagen. Lass uns das doch einfach tun. Ja, genau. Ich call einfach jetzt schon einmal prophylaktisch, dass er mal in unsere Richtung läuft. Und dann ein Stück weiter vorne und hier können wir uns ja dann schon hinlegen. Genau. Das ist das, was ich auf dem Loggers Point Video schon gemeint habe. Der Vorteil an den Küsten, der Nachteil ist dieser Lärm vom Meer, aber der Vorteil ist, man kann sich hinlegen. Ja. Weil die Vegetation halt auch einfach zum Wasser hin abbricht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wollen wir denn vorgehen? Wir könnten vielleicht sogar den Stein hier nehmen. Das ist noch schöner. Ja, genau. Ich wollte immer noch, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, so ein richtig guter ist es nicht. Nee. Nee. So die 130er Klasse. 125er Klasse. Ja. Ah, jetzt sieht man gerade schön. Ja, ich würde sagen, den ersten nimmst jetzt auf jeden Fall mal du. Ja. Weil du vor ja auch den größeren Maultierhirsch erlegt hast. Und dann ist natürlich, also so handhabe ich das meistens. Wenn man zu zweit loszieht, der die größeren Erfolgsaussichten hat, nimmt dann auch den. Dem wird versucht, zum Erfolg zu verhelfen, um es so zu sagen. Das hast du aber sehr schön ausgedrückt. Ja, ab und zu gelingt mir auch mal eine schöne Formulierung. Und nicht nur ein. Ja, ich glaube, wir können fast drauf bleiben, weil der läuft hier recht zügig auf uns zu. Ja. Ich schaue mir jetzt gleich mal hier mit dem Rangefinder. Ja, sehr guter Tipp. Schaue ich mir schon mal vor mir einen markanten Punkt aus, wo ich weiß, dass da die 15 Meter etwa sind. Und das ist bei mir jetzt an der Stelle, wo dieser dunkle Grund hier ein bisschen ins hellere, in den Fels reinragt. Da habe ich schon mal auf jeden Fall einen Punkt, wo ich weiß, wenn er da steht, kann ich mit dem Bogen aufstehen. Möchtest du mal kurz in die Hocke gehen, damit ich sehen kann, ob ich nachher deinen Schuss... Nee, wenn ich mit dem Fernglas... Genau, da sehe ich dich nicht. Das Problem ist, dass hier alles voll Büsche ist. Also du tust dich jetzt positionieren zum Filmen, gell? Ja, ich versuche das mal. Ihr wisst ja von meinen Videos, also oder zumindest diejenigen, die meine Videos ab und zu auch schauen. Ich mache meistens Singleplayer. Deswegen habe ich jetzt nicht so die filmerische Klasse, die man bei Bratze immer sieht. Ach komm. Ja doch, wenn ich mir jetzt so an dieses Känguru-Video mit Ron McTube denke, dieser Schuss ist einfach super aufgenommen. Man muss halt auch da bei Glück haben, dass es gerade passt. Aber ich glaube fast, dass ich es ohne Fernglas hier besser drauf kriege. Ja, das kann gut sein. Ich lege mich mal jetzt wieder ab. Ja. Steht bei mir jetzt auf 32 Meter. Und wird jetzt sicherlich gleich frontal auf mich zukommen. Oh, ein schöner Korn. Zeigt mir jetzt an 65 bis 145 im Score. Okay, mir hat er angezeigt 100 bis 140. Also da ist mein Spotting wohl deutlich höher und es gibt eine viel engere Punkte-Range. Richtig. Da habt ihr dann natürlich Vorteile, wenn ihr eure Skills schon gelevelt habt. So, er ist jetzt auf 21, 18, 17 und jetzt muss ich da leider ein bisschen durchs Gestrüpp durchschießen. Ja, aber jetzt ist ein Top-Schuss. Wunderbar. Jawohl.
Perfekt. Ihr habt jetzt gesehen, das müsst ihr einfach ausnutzen. Wenn die Tiere auf euch zulaufen und sie bleiben stehen, dann ist es nicht so entscheidend, ob der jetzt auf 12 Meter oder auf 14 steht, sondern wenn das Tier ruhig steht, ist die Chance, einen super Schuss hinzukriegen, so wie es hier gerade gesehen, einfach am größten. Und ich glaube, dass der, ich tippe ihn auf 130. Okay, dann schauen wir doch einfach mal. Ich nehme jetzt mal auf und ich teste jetzt gleichzeitig mal in der Hockey annehmen, wie ich dann am Fuß rauskomme. Ja, ob ich mich nicht umsonst beschwert habe. 125. So, 125, ja. Wir haben jetzt hier linke Lunge, Schulterblatt, rechte Lunge. Super, Glückwunsch. Dankeschön. Und ihr seht jetzt, Errungenschaft freigeschaltet, 25. Recurve Bow Harvest. Oh, da bin ich aber noch ganz schön weit hinterher. Ja, nein, aber umso bemerkenswerter, so einen guten Schuss mit erst 25 Abschüssen. Also, weil den Recurve muss man wirklich üben, finde ich. Ja, und man hat jetzt gerade noch gesehen, in der Challenge, also im Wettbewerb, sind wir jetzt auf dem 16. Platz mit diesem Bock. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, du kannst dich einfach neben dem Kopf von dem... Hier, oder? Ja. Das passt, ich würde den nur gern noch... Ich finde immer, dass die Köpfe so nach hinten abkippen. Ja, ist total schwierig. Aber ich lasse ihn jetzt mal so liegen. So sieht ein bisschen aus wie das Logo von John Deere. Du sagst mir, ob ich mich noch drehen muss, oder? Nö, passt schon. Du guckst jetzt ein bisschen nach unten, aber ich glaube, so wichtig ist das nicht. Achso, nee, das machen wir doch nochmal. Guck mal noch ein bisschen nach oben und mach dann den Call. Jawohl. So. Da haben wir aber echt schön mit einem Erfolgserlebnis reingestartet. Ja, und dann? Genau, jetzt wollte ich noch fragen, würdest du jetzt eher hier auf den kleineren Teil der Whitehart Island Insel gehen oder würdest du dich auf den großen konzentrieren? Also ich würde jetzt auf jeden Fall in den kleineren Teil hier reinlaufen. Ich gehe mal kurz auf die Map. Meine Erfahrung, wenn wir von hier aus auf den großen Teil laufen, an dem Hochsitz haben wir oft Wapitis und Truthähne, relativ viele Truthähne. Und die Truthähne sind beim Pirschen wirklich unangenehm. Und ja. auf der Südinsel hier haben wir gar keine Truthähne. Oder erst später, wenn sie ab und zu mal über die Landbrücke laufen. Da haben wir Kojoten, die sind manchmal auch unangenehm, aber ich finde es deutlich besser zu handeln, wie diese Trutvögel, die dann immer wieder wegfliegen. Und ja, also plus, dass auf der Südinsel wirklich auch eine gute Population von Weißwedelhirschen vorkommt. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also ich gehe sehr gern auf die Südinsel, um Weißwedel zu bejagen. In diesem Sinne sage ich einfach mal, sobald wir Neues zu vermelden haben. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Meeres. Bis gleich. Ja, kaum haben wir die andere Seite des Meeres erreicht, der Meerenge, haben wir auch direkt einen Weißwedel-Call gekriegt. Also hat sich unsere Aussage, dass wir hier eine gute Population haben, bestätigt. Der ist noch relativ weit weg. Und genau voraus. Es ist natürlich die Frage, ist es jetzt sinnvoll, erstmal so eine Art Zielcall gleich mal rauszulassen oder kann man damit auch warten, wenn man in die Richtung weiter zieht? Also wenn ihr jetzt seht, ich laufe jetzt nämlich aufrecht dem noch ein Stück entgegen und da call ich ihn lieber nicht her, weil was, also ist mein Vorgehen, und zwar weil die Tiere ab und zu unterschiedlich schnell auf einen zuziehen. Manche lassen sich ja wirklich Zeit. Und andere ziehen schnell. Und wenn ich die jetzt schon call, dann kann es mir halt passieren, dass ich in die rein renne. So weiß ich, dass genau. So zieht der selten schnell weg. Und wenn wir jetzt da vorne gucken, da sehen wir schön auf eine Lichtung. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen da auf die kahle Stelle der Vegetation, gehen bis dahin vor und callen ihn dann einfach. Genau, und ich würde fast sagen, da könnten wir doch mal das Tarnzelt auspacken. Doch, meinst können wir machen. Dann sagst du mir einfach, wo du callen möchtest. Ich würde es im Zelt callen, dass er wieder gerade auf uns zuläuft. Dann hier auf die Stelle, da können wir es ja auch prima. Da suchen wir uns jetzt eine schöne Stelle. Ja, gleich Stelle. Hier. Hier. Sonst mit dem Zelt aufbauen muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Nicht nur, dass wir... Auf den Winkel, ja. Ja, und auch nicht nur, dass wir zu nah... Oh, nimm das mal schnell auf. Das ist der gleiche. Okay. Nein, mit dem Zelt aufbauen müsst ihr halt auch deswegen aufpassen, nicht nur, weil ihr das Tier vertreiben könnt, wenn ihr zu nah an dem Tier dran seid, sondern es können hier ja auch noch andere Tiere in der Umgebung sein. Ja?
die ja dann auch anfangen zu flüchten, wenn man dieses Groundblind aufbaut. Richtig. Und deswegen lasse ich mir da dann lieber ein bisschen Platz, dass selbst wenn jetzt hier irgendwo Kojoten sind oder ein Weißwedelweibchen, das wegrennt, dass die Chance, dass es genau in unseren Hirsch reinrennt, relativ gering ist. Und jetzt kräumen wir einfach. Und ich würde sagen, wir halten es jetzt... Wir halten es jetzt einfach wieder so. Eigentlich wechseln wir uns ab. Außer es sollte jetzt ein besonders großer Weißwedel kommen, dann würde Bratze den Vortritt kriegen, um sich im Wettbewerb zu verbessern. Und wenn Alles wir das klar. wissen, also das heißt, wenn wir ihn sehen, dann holen wir euch wieder dazu. Bis gleich. Ja, hallo zurück. Wie ihr seht, wir haben den Weißwedelhirsch im Anblick. Ist jetzt kein besonders großes Exemplar. Aber nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, ihn zu erlegen, dass ich zumindest auch mal einen Eintrag in dem Wettbewerb habe. Also einen vollständigen Eintrag mit zwei Tieren. Kommt auch recht zügig jetzt. Ja. Sieht. Ah, wobei, jetzt dreht er schon ab. Keine Ahnung, könnte fast sein. Ich call mal nochmal. Sieht auf jeden Fall so aus, als müsste ich hier aus dem Seitenfenster rausschießen. Ne, ich glaube, da ist nur einfach ein Bogen gelaufen. Habe ich einen Eindruck. Mhm. Also von den Animationen ist er noch im Ziehen. Er windet jetzt und dann läuft er gleich wieder los. Jetzt bräuchte man so einen Weißwedel, wie ich mal in einem von den ersten Videos, die ich von dir angeguckt habe, hast in Red Feather Falls auch mit Leuchtpfeilen und Baumsitz gejagt und Urinspray. Da hast du gleich zwei schöne, glaube ich, bekommen. Kannst du dich an das Video noch erinnern? Ja, ich meine, ja, das war doch auf Red Feathers. Genau. Ne? Ja. Ja, sowas könnte man jetzt gebrauchen. Und selbst wenn es für den Wettbewerb nicht zählt, wäre ich einem atypischen auch nicht abgeneigt. Ja, natürlich nicht. Was man vielleicht noch sagen soll, wenn man hier auf der Südinsel callt, sollte man immer auch noch die Umgebung immer mal wieder im Auge halten. Weil nicht selten kommt noch ein zweiter oder auch sogar noch ein dritter. Weil hier die Populationsdichte echt teilweise relativ hoch ist. Wir sind schon auf 20 Meter. Wechsel mal auf den Bogen. Irgendwie läuft er ein bisschen ungünstig her. Ja, hier muss ich jetzt rausschießen. Er steht, da werde ich mal mein Glück versuchen. Ja. Oh, ziemlich hoch. Ja, ich wollte eigentlich wieder einen Halswirbel treffen. Satz mit X. Jo. Kann auch nicht immer klappen, ne? Ja, aber öfters, wie es bisher geklappt hat, durfte es gern sein. Also bei den Schweinen hast du aber doch echt. Ja, da habe ich abgeräumt, das stimmt. Ja, aber hier haben wir wieder Körpertreffer. Okay. Also. Vielleicht erzählst du auch dazu mal nochmal was, was man in so einem Fall am besten tun sollte, beziehungsweise am besten vermeiden sollte. Da gibt es nämlich auch noch etliche Theorien. Wenn wir jetzt einen Körpertreffer nachsuchen. Ja. Ja, also das, was ich jetzt gemacht habe, dem einfach direkt hinterher stiefeln oder hinterherlaufen, ist nicht so ganz empfehlenswert. Wenn wir wissen, wir haben einen Körpertreffer, dann wissen wir ja auch, dass die Verwundungszeit des Tieres relativ lang ist. Was wiederum bedeutet, dass das Tier relativ lang in einem nervösen Modus ist. Und die Erfahrung sagt uns, dass das Tier meistens so etwa bis an die Grenze von unserem Huntermate flüchtet. Wenn wir ihm jetzt hinterherlaufen, dann scheuchen wir es wieder auf und es rennt immer wieder vor uns weg. Und wenn wir jetzt einfach hier in der Umgebung uns 3-4 Minuten rumdrücken und erst dann hinterherlaufen, dann ist die Chance, dass das Tier schon gestorben ist oder zumindest sich abgelegt hat. Wenn die Hirsche ja mal am Boden liegen, dann stehen sie nicht mehr auf. Viel größer, und dann müssen wir nicht so weite Strecken hinter dem Tier hinterherlaufen. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass wir nicht so lange hinterherlaufen müssen, sondern dass das Tier auch nicht so große Bereiche des Reviers in Aufruhr versetzt und wir dann halt größere Chancen haben, noch einen anderen Hirsch zu bekommen. Genau, das war jetzt absolut perfekt zusammengefasst. Und damit gehen wir wieder raus und nehmen euch wieder rein, wenn wir dieses Prozedere erfolgreich absolviert haben. Ja, dann, wir sehen uns gleich. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir haben den schlechten Schuss gefunden. Leider backt der Pfeil ein bisschen. Ja, bei mir sieht der Pfeil gut aus. Okay, wo habe ich ihn getroffen? Also,
relativ oben im Hals. Und also ich sehe, wie der Pfeil hinten raussteckt. Ja, dann habe ich... hier, das ist wahrscheinlich dann der zweite. Dann habe ich wahrscheinlich auch seitlich verzogen. Weil die... Ja, 13,06 Meter. Die Höhe müsste eigentlich passen. 114 ist jetzt nicht so berauschend. Aber ich bin ein Platz hinter dir. Platz 17. Ah, okay. Sieh mal. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt unterwegs uns natürlich auch noch immer Spuren angeguckt von anderen Hirschen, haben jetzt aber nichts wahnsinnig Aufregendes entdeckt. Und deswegen würde ich sagen, wir suchen einfach ein bisschen weiter, ob wir noch einen schönen Weißwedel finden und holen euch dann dazu. Genau, bis gleich. So, liebe Freunde, wir haben jetzt, lass es 30 Sekunden gewesen sein, nachdem wir aufgehört haben aufzunehmen, den nächsten Call reinbekommen von einem männlichen Weißwedelhirsch. Und der ist auch noch ziemlich weit entfernt. Direkt bei deinem an der Spitze des Baumsitzes, falls ihr es nicht so gut erkennen könnt im Video. Genau, das sind übrigens Überbleibsel von einem Treibjagd-Vorhaben, das nie umgesetzt wurde, weil es einfach nicht geklappt hat. ja, den schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Würde ich auch sagen. Wir machen jetzt wieder eigentlich das Gleiche. Ich glaube nicht, dass wir das zwingend jedes Mal filmen müssen. Wir laufen ein Stück vor, suchen uns einen schönen Platz und callen ihn rein. So machen wir es. Würde ich sagen, oder? Genau. Und wenn er kommt, holen wir euch dazu. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ihr seht gerade nichts, weil da für mich steht der Weißwedel jetzt direkt hier hinterm Baum. Aber der wird jetzt... Wer bei mir das Video schaut, der sieht ihn schon. mit 90... An dieser Stelle nochmal. Oh, und er ist abgesprungen. Oh. Ups. Das ist ja strange. Das ist ja. Das war, ich hatte ihn ja hier im Entfernungsmesser, das waren 40 Meter. Und das macht für mich jetzt gar keinen Sinn. Vielleicht war der Wind extrem schlecht. Nee, Wind geht darüber. Guck mal da oben, Blätter. Oh ja, Blätter, ja. Jo. Na gut. Ich finde es jetzt übrigens gar nicht so furchtbar. Das passiert mir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen. Und manchmal ist es halt einfach so, dass irgendwas... Also, dass das nicht immer ganz identisch abläuft, finde ich eigentlich einen angenehmen Aspekt in dem Spiel. Genau, sonst wird es ja zu berechenbar irgendwann. Genau, also... Natürlich, wenn es jetzt ein großes Tier gewesen wäre, hätten wir uns richtig geärgert. Der war ja jetzt nicht so groß. Aber eigentlich... Also klappt es regelmäßig in der Hocke, die Tiere herzukollen. Also genau, man muss nur darauf achten, dass man nicht ständig irgendwie hin und her wechselt zwischen Waffe, Fernglas und Huntermate. Und sich eigentlich gar nicht bewegen, so wie wir das gerade gemacht haben. Ich war ja nur auf der... Ja. Ja. Na gut. Okay. Dann suchen wir uns einen neuen. Ja, hallo. Kurz nachdem wir hier den Hirsch vertrieben haben... Haben jetzt Kojoten gecallt. Übrigens zur Erklärung, dieses Blut hier, da haben wir ein weibliches Stück aus dem Weg geräumt. Ja, genau. Und die Kojoten sind relativ weit weg, der Call. Leider sind die weit weg, weil ansonsten hätten wir den Baumsitz hier super nutzen können. Aber Patze hat ja glücklicherweise das Ground Blind dabei. Jawohl. Und dann können wir jetzt hier noch... Wir haben ja gesagt, wenn andere Tiere kommen, bejagen wir die auch. Und Kojoten sind, finde ich, eigentlich immer ganz spannend. Ja. Kann ich absolut zustimmen. Ich würde sagen, kannst du hier vor uns das Ground Blind, also jawohl, etwa da, wo ich jetzt stehe, wenn das hier irgendwo hinpasst, mit Blick nach vorne. Ja. Das hier an den Büschen. Genau. Dann laufe ich nämlich schon mal ein Stück vor. Hier geht's. Hast du das Blind schon platziert? Habe ich. Okay. Stell dich mal rein. Übrigens auch interessant zu wissen, der Call vom Kojote, der hält tatsächlich 11 Minuten an. Also 11 Huntermate-Minuten, genau, in-game-Minuten, wollte ich gerade sagen. Und da sieht man es mal wieder. Es gibt wirklich recht erhebliche Unterschiede in der Länge der Aktivität, also wie lange der Call aktiv bleibt. Und da ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass der Kojoten-Call echt schön lange anhält und man da nicht irgendwie ständig nachcallen muss. Da reicht es eigentlich immer bei einem Call, reicht es eigentlich
generell, wenn man die. Ja, also wenn die auf einen Call nicht kommen, dann sind sie meistens auch nicht mehr in der Call-Reichweite. Genau, weil wenn die kommen, kommen sie nämlich auch schnell. Meistens, ja. Was das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr auf Füchse jagt, weil das ist ja der gleiche Caller. Ja. Da hinten kommen sie schon, ich sehe es schon. Ja, wunderbar. Ist es ein Rudel wahrscheinlich? Ist es einer, den ich sehe? Weil wir Spuren entdeckt haben. Ja, den einen habe ich gerade auch verschwinden sehen. Da kommt er. Also Call, den wir bekommen haben, ist von dem Weibchen gewesen. Wenn wir jetzt den hier spotten können, wissen wir gleich, ob es noch mehr sind. Also bei Kojoten, weiblich. Auch wenn die. Okay. Aber trotzdem auch bei Kojoten, weil der Call ja so lange wirkt und wenn jetzt hier ein kleines Weibchen kommt, dann auch nicht in Hektik verfallen. Das gleiche wie vorhin mit der Spur. Wir sind hier in unserem Zelt wirklich super getarnt. Ja. Wenn die nicht zu nah an uns ranlaufen, ja, und uns wittern, und es ist in dem hier jetzt nicht der Fall, dann könnt ihr die jetzt einfach hier stehen lassen und einfach noch ein bisschen warten, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo ein anderer Kojote oder mehr Kojoten kommen. Ja, jetzt steht sie genau auf unserem Callpunkt, das sind 20 Meter. Sieht auch nicht so aus, als ob noch einer kommt. Nee. Dann nehme ich mal den Recurve zur Hand. Genau, ich versuche mal. Wunderbar. Und schöner Schuss aufs Blatt. Jawohl, yes, bam. So muss es laufen. Und da freut man sich dann, da freut man sich dann halt auch mal, wenn man einfach einen weiblichen Kojote zur Strecke bringt. Ich meine, ja. Perfekt exekutierte Jagd war das jetzt einfach. Planung 1A, Ausführung 1A+. So würde ich es auch sagen. Und ich habe sogar, und zusätzlich habe ich sogar, glaube ich, das Ganze ganz gut auf Zelluloid gebannt. Genau, an dieser Stelle nochmal, es lohnt sich, nachdem ihr mein Video fertig geschaut habt, in den Link der Beschreibung zu klicken und euch das Ganze auch noch aus der Perspektive vom Forstfeld anzuschauen. So, ich baue mal das Zelt ab, ja? Ja, genau. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen, wobei ich ja natürlich davon ausgehe, dass ihr das Video zuerst bei mir guckt. Aber Andi, seine Version ist bestimmt auch ganz gut. Was hat denn der für eine Score gehabt? Weil ich habe den Chat ausgeschalten. 40,9. Für ein Weibchen? Ach so, ja, ist am oberen Ende. Also genau. Ich glaube, bis 42 oder so gehen die Weibchen. Aber die Spanne ist auch nicht so groß. Die sind meistens zwischen 36 und 41. Es tut mir leid. Ich glaube, das war jetzt meine Gewohnheit, weil ich schon über 1000 Kojoten geschossen habe, dass ich die hier einfach einsammle und nicht so beachte. Doch, das war jetzt schon. Aber wir können hier trotzdem noch ein Tier einsammeln. Ja. Weil ich hätte schier vergessen, wir haben gerade noch auf dieses Weißwedelweibchen. Also ich hab's gefilmt, wir haben es zwar nicht kommentiert, aber ich werde es euch jetzt kurz einblenden und vielleicht schaffen wir es auch, dass ich dir das Filmmaterial für deine Folge zukommen lasse. Ja. Das war nämlich ein sehr schöner Kunstschuss. Aus wie vielen Metern war der? Also 40 habe ich zumindest mit dem Entfernungsmesser gemessen. Ich glaube, da hat es noch 2-3 Schritte gemacht. Eigentlich müsste mit dem Lungenschuss soll es doch auch liegen. Aber hier seht ihr auch wieder, es kommt nicht nur auf die Trefferplatzierung an. Seit diesem Ballistik-Update ist bei den Pfeilwaffen auch die Schussentfernung wirklich ein entscheidender Teil. Also auf 20 Meter Lungentreffer auf ein Weißwedelweibchen mit dem Recurve ist eigentlich immer fast ein Instant-Kill. Auf 40 Meter sind es jetzt hier schon fast 200 Meter, die wir hinterherlaufen. Ja, und das hängt auch damit zusammen, weil einfach die Penetration bei der Entfernung rapide abnimmt. Das heißt, ja. wenn ihr bei der kurzen Entfernung noch beide Lungen mitnehmt, habt ihr bei der langen Entfernung halt, wenn ihr es halt so gut hinkriegt wie Forstheld in diesem Fall, nur eine. Und ich tippe auch mal sehr stark, dass du jetzt eine Lunge hast. Ja, das glaube ich auch. Spitz von vorne ist auch fast nicht möglich, einen Doppellungenschuss zu machen. Und der Recurve nimmt halt seine Knockdown-Power, nenne ich es jetzt mal auf Denglisch, auch von dem höheren Gewicht der Pfeile. Ihr könnt mal darauf achten, wenn ihr im Inventar die Pfeile reintut, die wiegen mehr wie die Compound-Bow-Pfeile. Das heißt, dieses höhere Gewicht
der Pfeile, das gibt halt dann mehr Energie an den Wildkörper ab. Aber auf die große Distanz ist der Pfeil dann halt schon so langsam, dass er dann halt auch nicht mehr so viel Energie hat, die er abgeben kann. Und jetzt sammeln wir es mal ein. Und wir haben ja 31 Meter, das ist jetzt nicht ganz so ein Kunstschuss. Aber trotzdem hat es ganz cool ausgesehen. Ja, und Schulterblatt, Lunge. Also Ron McDougall lacht über die Distanz. Ich schieße fast nie auf solche Distanz mit dem Recurve. Ich habe immer 25 Meter als Obergrenze eigentlich. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, die Frage ist jetzt, suchen wir noch einen oder? Ich würde fast sagen, damit können wir es gut sein lassen. Das war irgendwie eine schön abgerundete Folge jetzt mit, klar, jetzt keiner Top-Platzierung im Wettbewerb, aber ganz ehrlich, davon sind wir jetzt auch nicht ausgegangen. Nee, im keinsten Fall. Wir haben den 16. und 17. Platz erreicht. Wir haben einen vollen Eintrag bei beiden Spielern und wir haben nebenher auch noch ganz spaßige, schöne Dinge erlebt. Deswegen finde ich eigentlich, ist es eine runde Sache, hier das Ganze zu beenden. Und da bleibt mir auf jeden Fall ganz wichtig zu sagen, vielen Dank fürs Mitmachen an Forstheld. Ja, gern geschehen. Ich glaube, das könnte auf eine weiterführende Zusammenarbeit hinzielen. Also wird mir auf jeden Fall Spaß machen, wenn wir das wiederholen. Und gern wieder. Ja, dann kannst du noch ein Schlusswort vielleicht sagen an deine Abonnenten. Ja, ich denke auch, dass wir hier erstens mal eine angenehme Jagd hatten. Das hat super zusammengepasst beim Jagen und die Situationen waren doch durchaus spannend. Wenn wir noch ganz an Anfang zurückdenken, wie wir Maultierhirsche aus zwei Richtungen hatten, die Schweine, die ganz nah an uns vorbeilaufen. Jetzt noch einen Kojoten, abwechslungsreich. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was lernen können und es war gleichzeitig unterhaltend. In diesem Sinne darf der Bratze seine wunderschönen Verabschiedungsworte sagen. Ja, und die wären vielen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you.